Mein Name ist Niki von der Ufi Family. Moin, liebe Move and Family, eine neue Folge We Move. Ist ja schon wieder ein Monat her, eigentlich alle zwei Wochen, aber wir starten auch direkt durch. Unsere heutigen Themen sind, wir waren in der Schweiz, wir erzählen euch ein bisschen, was da abging, wir zeigen euch auch vielleicht das eine oder andere. Dann wollen wir auch noch über eine neue Trainingseinheit schnacken für alle, die Basic und Fortgeschritten bereits bestanden haben, die Prüfung bei uns. Die bekommen jetzt immer donnerstags neue Trainingszeit. Mehr dazu später. Wir reden auch über die Urban Culture Days und dann haben wir gerade ein riesiges Projekt für die Stadtwerke Lübeck. Und da gibt es noch ein bisschen Schnack über alles drum und dran. Wir freuen uns, wir legen direkt los. Tschu! Also das erste Thema, wir waren in der Schweiz, haben Workshops gegeben in Zürich. Und zwar für das Zürcher Camp, was normalerweise immer in Viersch stattfindet. Viersch ist so ein kleines Dorf mitten in den Bergen, eigentlich an der Heide, ziemlich südlich Richtung Italien. Dieses Mal aufgrund von Corona direkt in Zürich selber. Haben von der Stadt ein Hotel gestellt bekommen und konnten sowohl vormittags als auch nachmittags trainieren. Mega fett, wer schon einmal in der Schweiz oder auch in Zürich war, der weiß, was es da für geile Locations gibt für alle, die Sport treiben wollen. Und da ist es wirklich absolut Banane, ob es jetzt irgendwie Breitensport ist oder ob es Trendsport ist. Und wir hatten das große Glück, dass wir im Josef waren. Sportzentrum Josef ist ein niegelnagelneues Sportzentrum, was für alle kostenlos ab 16 Uhr unterhalb der Woche geöffnet ist und am Wochenende auch von 12 bis 18 Uhr. Das heißt, jeder Mensch, der Bock hat zu trainieren, Sport zu treiben, kann da hingehen und Spaß haben und sich mit anderen connecten. Anstelle, keine Ahnung, draußen chillen und in der Nase zu bohren und sie am Popo zu kratzen, habt ihr da die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen. Da gibt es zwei Indoor-Fußballfelder, da gibt es einen geilen Calisthenics, Freeletics-Bereich zum Pumpen, zum Trainieren. Und zusätzlich, was natürlich mega fett war für uns, gibt es ein geiles Parcours-Areal. Es gibt ein Catch-Area, das heißt, wenn ihr Catch von Luke Mockridge aus dem Fernsehen kennt, dann wisst ihr, wie das ungefähr aufgebaut ist. Dazu zeigen wir euch selbstverständlich noch ein paar Videos. Und zusätzlich gab es noch ein Ninja Warrior Area. Das heißt, da gab es auch eine Simon Ladder. Zum ersten Mal konnte ich die ausprobieren. Ultra anstrengend das Ding. Mega geil für alle Kids, die Bock haben. Jeden Tag ab 16 Uhr for free. Ja, sowas fehlt uns auch in Lübeck. Ich hoffe, wir kriegen das auch. Dann haben wir noch zusätzlich eine neue Trainingseinheit. Thema Nummer 2 für alle, wie gesagt, die Prüfung bei uns machen. Die Prüfungen sind optional, sind nicht verpflichtend. Ihr könnt bei uns 3 Stufen erreichen, für alle, die es nicht wissen. Basic, Fortgeschritten 1 und Fortgeschritten 2, / Profi. Und am Ende habt ihr die Möglichkeit, bei uns 2 Karrierewege einzuschlagen. Karriereweg Nummer 1, ihr könnt ein Sponsored Athlete werden. Das heißt, wir werden euch Merch stellen und wir werden euch auch mal eine Bahnfahrt oder auch mal, was weiß ich, bezahlen, damit ihr irgendwo zu einer Jam fahren könnt und uns, die Movement Family, überall vertreten könnt. Das heißt, das ist die eine Richtung. Die zweite Richtung ist, ihr habt selbstverständlich auch noch die Möglichkeit, bei uns Trainer zu werden, denn wir suchen Nachwuchstrainer. Und dafür müsst ihr ein gewisses Skill-Level mitbringen, sonst seid ihr natürlich nicht kredibil genug. Und wir wollen Leute, die wirklich Skills haben. Wir haben schon einige Leute im Bereich Basic und Fortgeschritten, könnt ihr in der letzten Folge sehen. Da haben wir die Leute aufgezählt, die schon geschafft haben. Den nächsten Termin in diesem Quartal geben wir auch noch bekannt, damit auch ihr die Chance habt. Ihr findet alle wichtigen Infos bei uns unten auf der Website im Download-Bereich. Und ansonsten findet ihr auch auf den News, auf der Website, auf der Startseite YouTube-Videos dazu. Und wenn ihr das geschafft habt und da schon drin seid, dann gibt es ab jetzt immer donnerstags in der Gewerbeschule 2. Die findet ihr online in der Dankwartsgrube. Es ist aber in der Pergamentmacherstraße oder Pergamentmacherweg. Werden wir euch unten auf jeden Fall nochmal einblenden. Dort könnt ihr jetzt jeden Donnerstag 16 bis 18 Uhr mit mir trainieren. Und ich werde euch richtig pushen, weil ich glaube, so Basics wie Katze und die normalen Walls und keine Ahnung, Prezis und so, das können wir. Jetzt wollen wir das Ganze kombinieren. Wir wollen Katze, Prezis springen. Wir wollen dicke Saltos machen. Wir wollen uns auch an Flickflacks und Co. ranwagen. Also, das ist die Trainingszeit ab jetzt eigentlich für alle, die Bock haben. Immer 16 bis 18 Uhr, Pergamentmacherweg in Lübeck, Innenstadt. So, Thema Nummer 3, heute Urban Culture Days. Ihr seht es hier, das sind die Orga-Shirts. Wir hatten wirklich Monate der Planung. Wir haben richtig viel Energie und Power reingesteckt, zusammen mit Anke Kestermann. Und der Musik- und Kunstschule hat die Movement Family, glaube ich, ein ziemlich geiles Event auf die Beine gestellt. War schon für mich, ich habe das so krass nicht erwartet, wie es gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war schon fett auf jeden Fall und wir haben den gesamten Schuppen 6 bespielt. Wir hatten geile Lichttechniker am Start. Vielen Dank auch an Tim Neumann, dass er uns das Ganze ermöglicht hat, obwohl Anke ihn gedrückt hat bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, alle waren glücklich. 2 Cypher-Flächen, 1 dicke Bühne. Wir hatten insgesamt 1 Kids-Battle, wir hatten 1 Hip-Hop-All-Styles-Battle und 1 Breaking-Adults-Battle. Und das Niveau war hoch, oder? Ja, schon. Also wie gesagt, meine Erwartungen wurden übertroffen auf jeden Fall. Also gerade halt, dass da Leute aus Hamburg, habe ich mit gerechnet, dass Leute von da kommen. Und ja, es waren ja auch Leute aus Hannover und so da, also die ein bisschen überregional sind. War ich halt echt, wie gesagt, sehr beeindruckt und Level war krass. Ich hätte gedacht, dass es, naja, nicht ganz so heftig wird, sag ich jetzt mal, von dem Zuspruch gerade bei dem Adults Battle. Aber im Endeffekt, wer da alles da war, war krass. War krank auf jeden Fall. Also eigentlich, halb Norddeutschland war am Start, da waren Leute aus Bremen, aus Rostock, Typhoons waren da auf jeden Fall, Stralsund mit André Grundmann war da, Kiel war am Start, Kiel war am Start, Hannover war am Start, Hamburg war am Start, so, alle waren da und ich freue mich besonders, dass Kids Battle nach Lübeck ging mit Onkel Ray Ray und Caracassa, dazu gab es auch noch einen Newsartikel, den hauen wir euch auch einmal schnell rein und nochmal einen Link auf jeden Fall auch für die LN Online, wer Bock hat, sich das nachzulesen. Ihr wisst, manchmal ist so das, was man sagt und was dann am Ende geschrieben wird in der Zeitung, nicht genau dasselbe. Nehmt uns also nicht krumm. Seid da bitte keine Wortnazis in dem Moment. Aber ich glaube, das werden wir nächstes Jahr wieder veranstalten, oder? Ja, definitiv. Wäre blöd, wenn wir es nicht tun würden. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Und nochmal einen dicken Dank und auch einen dicken Dank an die Sparkassenstiftung, dass sie das Ganze ermöglicht hat. Nochmal ein Dankeschön. Sehen wir uns im nächsten Jahr. Und letztes Hauptthema für heute. Wir haben ein richtig dickes Projekt mit den Stadtwerken am Start. Wir stellen aktuell fast alle Models, Sportmodels und Athleten für das neue Projekt von denen, in denen sie alle Produkte und Dienstleistungen bewerben, die sie haben. Das heißt, ihr werdet uns wahrscheinlich demnächst mit den Stadtwerken auf Social Media sehen, vielleicht auch mal auf dem Bus, vielleicht auch mal bei einer Bushaltestation, einer Werbeplattform. Ich freue mich, dass wir Lübeck eigentlich demnächst komplett bespielen dürfen. Zusätzlich haben wir mit dem E-Punkt, das hatten wir auch schon erzählt, eine Werbekampagne gemacht. Da habe ich heute auch schon die Bilder gesehen, die auch in ganz Lübeck hängen werden, wo wir hoffentlich auch mit vertreten sind. Die Bilder sind sehr, sehr stark geworden. Und mehr kann ich zu Stadtwerke noch gar nicht erzählen, denn wir haben bisher einen einzigen Videodreh gehabt und der nächste wird jetzt oder die nächsten werden jetzt Ende November sein. Und da sind wir dann auch auf jeden Fall gespannt auf das Endergebnis und wir freuen uns. Und sobald das Ding raus ist, werden wir euch natürlich das Ganze mitteilen und ihr habt die Möglichkeit mal reinzuschauen in die Werbekampagne. Zusätzlich noch so ein paar Off-Topics diesmal. Wir haben jemanden, der unseren neuen Social-Media-Content auf Instagram macht. Das ist der Mensch hinter der Kamera, Tomek. Vielen Dank an der Stelle, dass du das jetzt übernimmst, weil ich schaffe das aktuell nicht mehr. Bei uns Platz ist aus allen Nähten, was mich natürlich auch sehr, sehr freut. Und Tomek sich bereit erklärt hat, das zu machen. Und eine traurige News noch ganz am Ende. Henrik verlässt uns für 4-5 Monate nach Südamerika und Mexiko. Der wird da ein bisschen rumreisen. Er ist jetzt fertig mit seiner Ausbildung. Darauf erstmal, nö, dass er es geschafft hat. Und wir wünschen ihm alles Liebe, Idioten, und freuen uns und freuen uns auf jeden Fall, wenn wir den Jungen wieder haben. Und wir sind heute übrigens bei der Mittwochshalle, wenn ihr 14 Jahre seid oder älter, egal ob ihr schon bei der Move & Family seid oder nicht, dann seid ihr hier genau richtig für die fetteste Hallen-Session eigentlich. Heute relativ wenig da, in der Regel doppelt so viele. Viel Spaß. Let it be. Das kann ich nicht mehr, das ist so doll gerade. Ha, perfekt. Jetzt ist die Kamera rein, das ist gut. Juhu! Was für ein Junge!